Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video werde ich den Einschussmodus spielen, das ganze Solo gegen Squad. Mal gucken, was ich in diesem Modus so schaffen kann. Meistens so schaffe ich an die 5 Kills. Ich werde ein paar Runden zusammenschneiden und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, diese Runde gehe ich jetzt nach Paradise Palms. In diesem Modus braucht man so oder so maximal, außer Jagdgewehren, nur noch eine Silent Sniper. Und ob du nun ein grünes oder blaues Jagdgewehr hast, macht auch keinen Unterschied, weil so oder so jeder One-Hit mit egal welcher Sniper ist. Ob du nun 86 Schaden oder 40 Schaden, ja genau, nein, ob du 86 oder 90 Schaden machst, obwohl der Gegner nur 50 AP hat, macht keinen Unterschied. Braucht man nur eine Waffe. Sonst wird das hier so oder so nichts. Oh mein Gott. Was? Versuche ich jetzt in Rift zu gehen, um dann nachher wieder Munition zu holen. Denn sonst kann ich hier nichts machen. So, komm, schnell rein. Sehr gut. Ich würde sagen, ich fliege jetzt zur Kartbahn. Ich feiere zurzeit echt diese ganzen unterschiedlichen Team-Modes, wie ihr es wahrscheinlich auch am letzten Video schon gesehen habt, wo ich Bodenoffensive und Lebensraub gespielt habe. Weiß jemand nicht, wann dieses Video online kommt, weil ich als erstes noch ein vernünftiges Kanalbanner erstellen will. Und dann erst eben halt ein Teil des Kanals sozusagen als Hintergrund für meine Thumbnails benutze. Und ich denke mal, alle alten Videos werden dann auch gelöscht. Ich versuche jetzt, mich dann auch mal darum zu kümmern, das Thumbnail, Kanalbanner zu machen. Dann gucke ich mal weiter. Das Ding ist, in diesem Modus sind eben halt direkt dann nur noch 11 Gegner übrig. Ist aber eigentlich ganz geil, weil man so natürlich leichter gewinnen kann. Nice! Fuck. Weiß jetzt nicht genau, von wo wer mich irgendwie geschossen hat. Was? Alter! Ja, schade. War aber eine schöne Runde. Ich glaube, ich werde diese Runde zur Haunted Hills Burg fliegen und dann, wenn ich eine Waffe habe, nach Pleasant Park runter.
So ich das jetzt gesehen habe, sind auch nicht wirklich viele in Pleasant Park gelandet. Wäre jetzt hier schon wieder ein Gegner gewesen, dann hätte ich, glaube ich, auch nichts gegen den machen können. Ich habe immer halt jetzt auch schon wieder erste irgendeine Waffe gefunden. Bin auch eigentlich ganz schön, dass die Zone relativ schnell kommt. Und dann aber eben halt auch lange braucht, um zusammenzugehen. So hat man eben halt immer viel Zeit. Und ist relativ dynamisch so. Kein Mal den Crit treffen, außer bei dem Punkt, wo eben halt so oder so nur noch. Weil der Baum 50 HP hat. Ich finde ja, der Waffenskin sieht schon nicht schlecht aus. Schade. So. Frag nicht, ob die von hier abgeschossen wurden oder ob das noch ein anderer war. Oh, nice. Was? Oh, fast. Alles klar. Oh, schade.